Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung und der Hypos Vermögensmanagement darf ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz begrüßen. Das Thema Kapitalmärkte bewegt sicherlich viele von uns. Zumindest gehe ich davon aus, wenn Sie sich an einem Werktag um 18 Uhr noch die Zeit nehmen und Freizeit opfern, dass Sie doch ein gewisses Interesse mitbringen. Dementsprechend möchte ich Ihnen möglichst viel an komprimierten Informationen zur Verfügung stellen. Die Dauer, die ist auf rund 30 Minuten angelegt. Und sofern Sie Fragen stellen möchten, können Sie dies jederzeit über das entsprechende Fenster in Ihrer Software tun. Und sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich gerne direkt auf die Frage ein. Aber sofern es an einer anderen Stelle Sinn macht, weil dann vielleicht ohnehin noch ein erklärender Chart oder eine andere Abhandlung geplant ist, gehen wir später drauf ein. Ich will gar nicht so lange Zeit verschwenden und möchte direkt in das Thema einsteigen. Eine Schlagzeile, die die vergangenen Tage oder die vergangenen 14 Tage doch sehr stark durch die Medien ging, war das Thema Schulden auf Rekordniveau. Die unterschiedlichen Medien haben das in verschiedenen Arten und Weisen dargestellt. Auch die Überschriften und die Schlagzeilen waren doch relativ offensiv. Also versinkt die Welt in Schulden? Wie soll das Ganze weitergehen? Also das Thema Schulden wurde hier sehr, sehr stark thematisiert und natürlich auch das Bewusstsein in Teilen der Bevölkerung für dieses Thema relativ hoch. Schließlich haben wir einiges hinter uns, beginnt mit der Hypotheken- und Finanzkrise ausgehend von den USA, der Insolvenz von Lehman Brothers, dann das Rumgezeter um das Thema Schulden und Euro-Krise, die wir ja hier in der Eurozone durchlitten haben. Und ja, Sie sehen schon hier mal dargestellt, Schulden auf Rekordniveau, ja, das mit Sicherheit der Fall, aber gleichzeitig sind auch die Vermögen und die Forderungen auf einem Rekordniveau angekommen. Und das möchte ich Ihnen auch hier entsprechend mal kurz zeigen. Und der simple Zusammenhang hier mal dargestellt für die Vereinigten Staaten von Amerika, der zeigt eine unschöne Entwicklung. Was Sie hier unten sehen, dass diese orangene Linie, das ist die Entwicklung der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten von Amerika, beginnend im Jahr 1960. Die grüne Linie, die Sie sehen, also hier oben, die dann doch irgendwann mal so ab den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bedeutend stärker ansteigt. Das sind die Kredite und Forderungen, die Sie in den Bilanzen der US-amerikanischen Geschäftsbanken finden, also hier quasi als Symbol für den Kreditsektor. Und diese rötliche Linie, die wir hier sehen, das ist das Volumen der ausstehenden US-amerikanischen Staatsanleihen. Und wie Sie sehr schön visuell feststellen können, sehen wir eine Entkopplung der Wirtschaftsleistung in Orange von ja, dem Finanzsektor oder den verbrieften Schulden, respektive von den Krediten allgemein. Wir sehen eine Schere, die sich hier relativ stark öffnet, die auch ein mittlerweile sehr hohes Volumen angenommen hat. Und die Frage, die sich nun viele stellen, wird sich die Realwirtschaft durch Innovationen und eine extrem starke Leistungsausweitung in Kombination mit einer Schuldenrückzahlung, ja, wird sich das auf diese Weise annähern oder ja, kommen wir durch eine andere Art und Weise wieder dahin, dass sich die aufgeblähte Kreditwirtschaft der Realwirtschaft grundsätzlich hier annähert. Sie können auf jeden Fall feststellen, dass Sie früher bedeutend weniger Kredit benötigt haben, um das gleiche Wachstum zu erzielen. Und das sehen wir nicht nur in den USA, das können wir momentan auch in China feststellen, wo man schätzt, dass eine Einheit mehr an Kredit nur noch rund 30 bis 35% des Wachstumsimpulses kreiert im Vergleich zur Jahrtausendwende. Und dementsprechend das auch die Erklärung, warum wir immer mehr Geld, immer mehr Kredit hier im System brauchen und gleichzeitig dieser Kreditimpuls immer geringere Auswirkungen hat. Jetzt können Sie sagen, das ist ja eine interessante Information, aber was geht mich das an? Dementsprechend habe ich Ihnen das auch nochmal dargestellt als grundlegenden Zusammenhang, weil immer wenn Sie das Wort Schuldenkrise hören, sollten Sie bitte auch an das Thema Guthaben und Forderungen denken, weil Sie sehen es hier in dieser vereinfachten Bilanz dargestellt. Der Gläubiger, das sind in vielen Fällen ja auch Sie. Sie haben Forderungen, Sie haben Guthaben. Auf diese Forderungen möchten Sie eine gewisse Rendite haben und gleichzeitig gibt es natürlich hier auch einen Schuldner, bei dem der bei Ihnen hier in der Kreide steht, der hat also Verbindlichkeiten und der muss diesen Zins, den Sie als Rendite erwarten, den muss er natürlich hier entsprechend erwirtschaften können, respektive auch zahlen wollen im aktuellen, ne, Zinsumfeld. Und wenn Sie das mal durchdenken für verschiedene Sachverhalte des täglichen Lebens,
Dann sehen wir das hier zum einen bei den Kontoguthaben. Sie bringen Geld zur Bank. Dementsprechend haben Sie eine Forderung gegen die Bank. Diese Forderung ist wiederum geschützt durch die verschiedenen Einlagensicherungssysteme, die wir in Deutschland haben. Auch hierzu haben wir in der vergangenen Woche eine kurze Online-Konferenz durchgeführt, rund 20 Minuten. Sofern Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, schauen Sie mal auf der Webseite nach, wenn wir da sehr positives Feedback dazu bekommen, weil vielen war doch nicht so ganz klar, was Kontoguthaben eigentlich rechtlich sind, wie die Einlagensicherung funktioniert und wo denn die Differenzierung hier zu den Wertpapieren sein sollte. Jetzt bekomme ich hier die Mitteilung, dass Sie mich nicht hören können. Ich schaue mal zur Kollegin rüber. Nee, bei uns ist der Ton hier wunderbar. Ich hoffe, die anderen können mich hören. Vielleicht an der Stelle einfach nochmal kontrollieren. Ja, hier kommen die Feedbacks rein. Ja, Ton wunderbar. Ja, also seid es auch bei mir in der Anzeige Ton wunderbar. Also wie gesagt, das Thema Kontoguthaben eben angesprochen. Andere Sachverhalt, das Thema Rückkaufswerte bei Lebensversicherungen. Auch hier relativ eindeutig. Sie zahlen Geld an die Versicherungen. Die Beiträge werden bereinigt um Vertriebs- und Verwaltungskosten, respektive auch um noch Beiträge, die der Risikoabsicherung dienen. Der Rest wird von der Versicherung wiederum angelegt. Die Versicherung hat also eine Forderung oder Guthaben in Wertpapieren, ist also seines Zeichens Gläubiger und Sie wiederum als Kunde der Versicherung haben eine Forderung gegen den Schuldner, namentlich die Versicherung. Ähnliches sehen wir beim Versorgungswerk der verschiedenen Freiberufler und abschließend natürlich auch die gesetzliche Rente ist natürlich nichts anderes als eine Forderung ihrerseits gegen den Versorgungsträger, also hier die Deutsche Rentenversicherung, die natürlich ja sehr stark mit der Bundesrepublik Deutschland verwoben ist und dementsprechend ja auch die Finanzierung, sofern ja Lücken entstehen, die wird ja aus Steuermitteln getragen. Aber was ich versuche Ihnen hier klar und deutlich zu machen, ist, dass wenn Sie immer nur dieses Thema lesen, Schulden, dann denken Sie bitte bei Schulden nie nur isoliert an diesen Begriff, sondern denken Sie bitte daran, dass Schulden auch immer Guthaben respektive Forderungen gegenüberstehen. Und dementsprechend, wenn Schulden sich auf einem Allzeithoch befinden, dann müssen sich auch Guthaben auf einem Allzeithoch befinden. Für die Praxis heißt das, dass wir einen konstruktiven Umgang mit dieser Situation benötigen, dass wir uns klar machen müssen, wo wir Guthaben haben, wo wir letztendlich auch hier Forderungen besitzen. Und das können wir sehr schön mit der Vermögensstrukturanalyse durchführen. Und das habe ich Ihnen hier auch nochmal als Beispiel mitgebracht, weil aus unserer Erfahrung ist es extrem wichtig, dass Sie in diesen Zeiten, wo Sie doch häufig mit großen Schlagzeilen konfrontiert sind, dass Sie eine Vielzahl an Analysen und Meinungen lesen und hören, die auch teilweise absolut gegensätzlich sind, dass Sie eine vernünftige Ausgangsbasis im Verständnis Ihrer eigenen Situation haben und dementsprechend eine sehr nachvollziehbare Darstellung und Einteilung von Vermögenswerten, die sehen Sie hier dargestellt in dieser Matrix. Sie sehen, es gibt ja übergeordnet letztendlich nur zwei Arten von Vermögenswerten. Das eine, das sind Geldwerte. Geldwerte, das sind eben Forderungen respektive Guthaben, also Staatsanleihen, Pfandbriefe oder auch deren Verpackungen wie Lebensversicherungen, seien sie jetzt privat oder seien sie betrieblich. Und natürlich die Renten oder auch Beamtenpensionen, das sind alles Geldwerte, die sind stabil und kalkulierbar, aber Probleme natürlich bei Inflation, bei gegebenenfalls nachlassender Kreditqualität und zumindest im Lehrbuch auch das Thema Zinsänderungsrisiko. Demgegenübergestellt sehen Sie hier die Sachwerte. Klar, Sachwerte typischerweise, das ist unser Produktivkapital, das sehen Sie hier, das sind eben die Aktien, das sind die Unternehmen, das sind Beteiligungen an Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, aber auch die vermietete Immobilie stellt natürlich einen Sachwert dar im Sinne des Produktivkapitals. Sie haben hier die Rohstoffe und intrinsische Werte, also Werte, die einen Wert aus sich heraus darstellen, weniger im Sinne eines Cashflows, wie es vielleicht Warren Buffett definieren würde, sondern im Sinne, dass wir doch eine Differenzierung haben zwischen einer antiken Kommode, die für 10.000 Euro gehandelt wird, und eben dem Rohstoffwert dieses entsprechenden Holzes. Also, wie gesagt, eine sehr simple Einteilung von Vermögenswerten, die hier entsprechend Sinn macht. Und dementsprechend schauen wir uns mal an, was wir in der Praxis daraus machen. Und in der Praxis sieht es dann zum Beispiel so aus, dass wir eine beliebige Vermögensstruktur haben und Sie sehen es hier, die Einteilung ist wirklich sehr nachvollziehbar. In unserem Beispielfall, wir haben hier Aktien der Firma Siemens. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die entsprechend hier Produktivkapital sind. Wir haben einen Aktienfonds, dieser Aktienfonds ja nur die rechtliche Verpackung eben dieser Aktien wiederum, also muss er natürlich auch Produktivkapital sein. Sie sehen hier unten ein Festgeld, das ist eine Forderung.
die dementsprechend Nominalkapital, genauso wie auch ein Geldmarktfonds, ja ein Sammelsurium von kurzlaufenden, festverzinslichen Wertpapieren darstellt. Also muss er auch ein entsprechender Geldwert sein. Und auf diese Art und Weise können Sie jeden beliebigen Vermögenswert, seien es Aktien, seien es Anleihen, seien es die Verpackung von Vermögenswerten wie Investmentfonds, Zertifikate, aber auch Lebensversicherungen und Versorgungswerke wirklich in seine wirtschaftlichen Einzelteile zerlegen. Und am Ende des Tages erhalten Sie eine Vermögensstruktur, und ich habe Ihnen das auch hier mal dargestellt, dass wir in vielen Fällen feststellen, wenn wir Vermögensstrukturen analysieren, sei es für ein Vermögen von 50.000 Euro, sei es für ein Vermögen von 20 Millionen Euro Gegenwert, typischerweise die sichtbare Vermögensstruktur, also das, was Sie als Anleger auch wahrnehmen, eben die Depotwerte, also Aktien, Anleihen und alles, was an Wertpapieren dazugehört, das meistens noch relativ gleichmäßig verteilt. Also die meisten Anleger sind doch hier eher ausgewogen oder ausbalanciert. Wenn man dann das Versicherungsvermögen dazu rechnet, also das Vermögen, das Sie bei Allianz, Ergo, Zürich und wie die ganzen Anbieter heißen, parken, dann sehen wir typischerweise eine leichte Verschiebung zugunsten der Geldwerte, was daran liegt, dass Versicherungen typischerweise in der klassischen Kapitalanlagestruktur zu rund 90% in Anleihen investiert sind. Und wenn Sie dann noch das Rentenvermögen dazurechnen aus Ihren Versorgungsanwartschaften gegenüber dem Staat, gegenüber dem Betrieb, dann sehen wir typischerweise eine Verschiebung, die das Ganze doch wieder in ein gewisses Ungleichgewicht bringt. Also, das ist ein wichtiges Thema, weil wenn wir immer über das Thema Schulden reden oder wir reden über die Verschuldung der öffentlichen Hand oder über die schwerere Finanzierbarkeit von Rentenverpflichtungen, dann mag das natürlich negativ sein, aber diese Rentenverpflichtungen, die so schwer zu finanzieren sind, das sind natürlich auch genau Ihre Rentenforderungen. Und dementsprechend an dieser Stelle muss es heißen, erstmal Transparenz über das eigene Vermögen zu erhalten, sich zu fragen, wo bin ich überhaupt Gläubiger, welche Teile meines Vermögens sind denn zinsorientiert angelegt, welche Bestandteile meines Vermögens können überhaupt von einer steigenden Inflation profitieren. Und das können Sie alles im Rahmen der Vermögensstrukturanalyse beantworten. Hierzu werden Sie im Nachgang auch mal Informationen erhalten. Also nach diesem Grundpunkt zum Thema Schulden auf Allzeithoch, was machen wir in der Praxis darauf? Schauen wir momentan auf den Fixpunkt, der die Kapitalmärkte ja doch stark dominiert. Das sind natürlich die Notenbanken, und ich habe Ihnen hier mal die wesentlichen Themen nochmal mitgebracht. Also Sie wissen, Wachstum auf der Welt ist ein schwieriges Thema. Wir tun uns doch, oder ja, es ist doch schwierig, wirklich nachhaltiges Wachstum zu kreieren. Wir haben doch viele Themen, die hier Gegenwind momentan bedeuten. Wir haben die Demografie, die tendenziell eher negativ wirkt. Wir haben das Thema digitaler Fortschritt, der natürlich auch zu Verwerfungen führt. Wir haben das Thema digitale Disruption, also ganze Geschäftsmodelle verschwinden und dementsprechend werden zum Teil auch Arbeitnehmer freigesetzt. Wir sehen auch die Differenzen zwischen den Fähigkeiten von Leuten, die Arbeit suchen, und eben den Qualifikationen, die die Anbieter von Arbeit, also sprich die Unternehmen letztendlich wieder zur Verfügung stellen. Und dann auch die Globalisierung, die es eben ermöglicht, dass Arbeitsplätze, die man früher vielleicht in Europa durchgeführt hat zu vernünftigen Löhnen, die sind halt heute in Asien, in Lateinamerika, Logistik, sei es über das Wasser, sei es über Flugzeuge, heute relativ günstig, und dementsprechend sehen wir momentan hier auch diesen Druck. Aber Sie sehen es in der Grafik dargestellt, Wachstum wenigstens auf Seiten der Zentralbankbilanzen, und das sind mal die größten 10 Zentralbanken der Welt zusammengeführt, und Sie sehen schon hier das Angeben in Trillionen US-Dollar, also das sind dann quasi unsere europäischen Billionen, und Sie sehen schon dieses Wachstum hier seit dem Oktober 2006, da haben wir angefangen. Ja, bei rund 6 Billionen, damals die Bilanzsumme dieser 10 Notenbanken. Mittlerweile sind wir bei rund 21 Billionen, also doch einen extrem starken Anstieg. Und Sie sehen schon, das verläuft fast wie ein Strich hier von links unten nach rechts oben. Also so wie sich doch viele Anleger die Entwicklung ihres Vermögens wünschen würden, so sehen wir momentan die Entwicklung der Notenbanken. Und das hat natürlich ganz massive Auswirkungen auch auf die Kapitalmarktpreise. Damit Sie das Ganze mal in eine Perspektive setzen können, Relationen sind doch immer wichtig, auch hier das Ganze nochmal mitgebracht. Sie sehen es hier wiederum in Billionen US-Dollar. Hier sehen wir die globale Wirtschaftsleistung. Dann sehen Sie hier die Kapitalisierung des globalen Aktienmarktes, die Kapitalisierung des globalen Anleihemarktes. Und dann sehen Sie hier schon die Bilanzsumme dieser eben 10 gezeigten Notenbanken. Also da sehen Sie schon, da reden wir über doch durchaus eine nennenswerte Größe, und dass das natürlich Auswirkungen auf die Kapitalmarktpreise hat, ich denke, das darf nicht verwundern. Aber
Meine Damen und Herren, da schließt sich auch wiederum der Kreis zu der ersten Grafik, die ich Ihnen gezeigt habe, weil die Notenbanken versuchen ja letztendlich den Kreditstimulus zu aktivieren. Man probiert hier die Wirkung von Krediten zu verbessern, weil man sich davon eine Stimulation der Wirtschaft erhofft. Aber wie ich es vorhin aufgeführt habe, wir stellen einfach fest, es wird einfach immer weniger Kredit benötigt, respektive dort, wo vielleicht Kredit benötigt werden würde. Dort sind die Kreditvergaberichtlinien so eng, dass die Banken keine Kredite vergeben. Und ja, dort, wo man eigentlich gar keine Kredite braucht, dort können die Unternehmen und der Haushalte sich zu extrem niedrigen Zinsen refinanzieren. Sie sehen das in Deutschland, wenn Sie heute ein Mehrfamilienhaus kaufen zur Vermietung und Sie haben eine gute Bonität, dann kriegen Sie eine 10-Jahres-Kondition unter 1%. Wenn Sie heute ein Unternehmen mit einer Top-Bonität sind, dann können Sie sich für 3, 4, 5 Jahre für 0,2, 0,3% pro Jahr verschulden. Diese Zinsen können Sie noch als Fremdkapitalkosten steuerlich geltend machen. Also netto leihen Sie sich Geld zu extrem niedrigen Konditionen hier letztendlich. Und damit sehen wir doch einen klaren Zusammenhang zwischen dem, was wir am Anfang gesehen haben, dass wir Probleme beim Wachstum haben, dass Rumänien dieses Wachstum mit einer gewissen Oldschool-Denke der vergangenen Jahrzehnte, wo doch die volkswirtschaftlichen und demografischen Rahmendaten anders waren, das zu stimulieren. Und man stellt eben fest, man pumpt zwar die Vermögenspreise auf, aber in der realen Wirtschaft ist da vielleicht doch nicht so viel angekommen, wie man sich das erhoffen würde. Wenn Sie nun glauben, das Ganze muss doch mal ein Ende haben, das ist ja Wahnsinn, was hier passiert, dann habe ich Ihnen hier mal die Bilanzen von drei großen Zentralbanken jeweils ins Verhältnis gesetzt zur Wirtschaftsleistung des jeweiligen Währungsraumes. Und da sehen Sie schon, okay, USA hier unten in blau, dann sehen wir hier die Eurozone, klar, mit den Anleiheaufkäufen der jüngeren Vergangenheit geht das ein gutes Stück nach oben. Aber Sie sehen es hier oben schon, Japan, die halten momentan eindeutig den Wanderpokal der Notenbankintervention in Händen. Sie wissen, in Japan damals eine massive Vermögenspreisblase im Aktien- und Immobiliensektor geplatzt. Danach ist man in eine Disinflation, deflationäre Tendenz verfallen. Dagegen kämpft man heute noch und alle Konjunkturprogramme und sonstigen Stimulationen haben hier nicht viel gebracht. Und niemand kann Ihnen heute seriös beantworten, ob wir in Europa, respektive in der Eurozone, die gleichen Probleme haben werden in den nächsten Jahren, weil auch die Eurozone hat mit demografischen Problemen zu kämpfen. Wir haben mit dem Wachstumsproblem zu kämpfen, was ich bereits angesprochen habe. Also nur weil die Notenbankpolitik bereits verrückt scheint, wenn Sie es mit historischen Durchschnitten der jüngeren Vergangenheit hier messen, heißt das nicht, dass es noch verrückter werden kann. Und auch die Schweizer Notenbank als Beispiel, die hat mittlerweile rund 65 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten angehäuft in US-amerikanischen Aktien. Also das ist schon brutal, wenn man sich das vorstellt, dass die Schweizer ja quasi Schweizer Franken verkaufen, um ihre eigene Währung zu schwächen, damit sie nicht zu stark wird. Und dann mit der verlängerten Bilanz, da geht man einkaufen und da kauft man eben keine Staatsanleihen, sondern da kaufen mittlerweile auch US-amerikanische Technologietitel. Also schon ein bisschen verrückt und der eine oder andere hat ja schon gesagt, vielleicht kaufen uns die Notenbanken nach den Anleihen auch noch die Aktien weg. Also Sie sehen schon hier massive Themen, die hier entsprechend reinspielen. Grundsätzlich bleibt zu hoffen, dass es nicht so endet. Sie sehen hier das Bild links. Ich glaube, das spricht für sich. Wir sehen hier einen süßen kleinen Hund. Die meisten von Ihnen haben vielleicht auch ein Haustier. Und Sie sehen schon, nach 2 Stunden kommen Sie nach Hause und dann schaut Sie Ihr Hund an und sagt, boom, it just exploded. I'm lucky to be alive. Also, niemand weiß natürlich, wie dieses Notenbank-Experiment endet. Wir haben hier keine historischen Vergleichsmaßstäbe. Wir können uns zwar Relationen anschauen, der Bewertung verschiedener Vermögensklassen, aber man muss doch mal ganz klar und nüchtern festhalten, dass sich vieles davon, was die Bewertung von angemessenen Vermögenspreisen betrifft, damit zusammenhängt, von welchem Zins, und zwar dem Realzins, also das ist der Zins, der um die Inflation zu bereinigt ist, sie für die nächsten Jahre ausgehen. Und da weder Inflationsprognosen trivial zu treffen sind, noch Zinserwartungen sich in der Vergangenheit einfach dargestellt haben, muss man sagen, das ist ein bisschen eine Blackbox und das sieht man auch am Kapitalmarkt, wie sensibel verschiedene Vermögenspreise hier doch reagieren. Also wir hoffen alle, dass es nicht so endet. In der Konsequenz muss man aber ganz klar sagen, niemand von uns kann es realistisch einschätzen. Von daher muss man sagen, das sind vielfältige Herausforderungen. Umso wichtiger ist es eben, seine Vermögensstruktur sehr breit aufzustellen, das Vermögen global über verschiedene Vermögensklassen, unterschiedliche Anlagestile hier zu streuen.
sich auch bitte an dieser Stelle klarzumachen, dass viele verschiedene Vermögenswerte durch die niedrigen Zinsen gleichzeitig verzerrt sind. Also das heißt, wenn Sie sich zu Hause mit Ihrem Excel-Sheet einen kleinen Kuchen machen und sagen, ich habe ein bisschen Immobilien, ich habe ein bisschen Aktien, ich habe ein bisschen Anleihen und dann habe ich noch ein bisschen physisches Gold, dann haben Sie zwar vier, fünf bunte Farben und das gibt ja mir doch ein Gefühl der Risikostreuung, aber hier müssen wir doch ganz klar festhalten, dass ein Zinsanstieg auf der nominalen Seite, was nicht ganz auszuschließen ist, das muss man natürlich sagen, das würde wahrscheinlich alle Vermögensklassen gleichzeitig treffen. Dann hätten Sie zwar eine Risikostreuung für historische Ereignisse gehabt, aber die nächste Krise wird mit Sicherheit nicht so aussehen wie die letzte Krise. Also das ist ein ganz wichtiges Thema und von daher das Thema Vermögensstrukturanalyse, wie eben angesprochen, hier eine ganz wichtige Basis. Wenn wir auf die Kapitalmärkte schauen, dann sehen Sie mal hier die Entwicklung der wichtigsten Vermögensklassen im Verlauf des Kalenderjahres 2016. Sie sehen es hier oben, wir haben gerade beim Gold hatten wir einen sehr, sehr schönen Anstieg. Ja, Gold, ich glaube, wir waren in der Spitze, waren wir ohne den Einfluss von Währung, waren wir knapp 26, 27% im Plus. Seitdem Gold auch wieder ein bisschen abgegeben. Nichtsdestotrotz seit dem ersten Aufschlag von rund, ja, 18,4%. Wir sehen es hier auch in Grün, das Thema Schwellenländeraktien, eine sehr schöne Performance, plus 15%. In den Vorjahren war es aber auch eine sehr schwache Vermögensklasse, was damit zusammenhängt, dass man typischerweise davon ausgeht, dass ein stärkerer US-Dollar sich negativ auf die Schwellenländer auswirkt. Und nachdem dann das Thema Zinserhöhung in den USA immer wieder verschoben wurde, erst hat man ja mit vier Zinserhöhungen gerechnet im Jahr 2016, dann waren es irgendwann noch zwei. Momentan hatten wir noch gar keine. Jetzt wird spekuliert, ob wir die Zinserhöhung im Dezember sehen und dann hätten wir doch volle 12 Monate zeitliche Differenz zwischen der ersten Zinserhöhung Ende 2015 und dann der dann womöglich stattfindenden. Aber Sie sehen, hier die Vermögenswerte haben entsprechend hier auch reagiert. Auch das Thema Anlagenotstand zeigt sich natürlich sehr schön. Schwellenländer zahlen natürlich noch entsprechend höhere Renditen. Also wir haben da Risikoaufschläge gegenüber den etablierten Märkten hier in den Industrienationen auch eine sehr schöne Performance, 12,6%, die man hier gesehen hat. Und ja, die schwächste Vermögensklasse, das muss man ganz klar sagen, das waren letztendlich hier europäische Aktien, weil hier haben wir doch momentan noch viele ungelöste Probleme. Wir haben die Brexit-Komponente, die hier durchschlägt. Also das Thema politische Unsicherheit schlägt doch extrem stark durch und Sie sehen schon insgesamt, das war jetzt kein tolles Jahr an den Kapitalmärkten, weil Sie haben relativ hohe Ausschläge an den Kapitalmärkten, aber Sie haben jetzt leider Gottes keine, in vielen Fällen keine schöne Nettobewegung nach oben und gerade wenn Sie vielleicht dann gesagt haben, okay, der Markt fällt, ich muss jetzt Risiko reduzieren und Sie haben es nicht geschafft, dann entsprechend wieder hier in die Märkte einzusteigen, dann haben Sie die Aufwärtsbewegung verpasst. Also ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, was doch denjenigen wieder Argumente liefert, die sagen, bau dir eine Vermögensstruktur, die zu deinen persönlichen Präferenzen passt, versuch diese beizubehalten, einmal im Jahr oder bei starken Kursbewegungen wird man die entsprechend wieder auf die Ursprungsstruktur zurückführen, ein sogenanntes Rebalancing, muss man ganz klar sagen, auch in diesem Kalenderjahr wäre es wieder eine sehr gute Strategie gewesen, aber ja, hinterher ist man grundsätzlich immer schlauer. Ja. Thema Inflation, da komme ich gleich drauf, da hatten wir jetzt schon zwei Fragen, das schließt sich gleich an. Ansonsten die aktuellen Renditen, die habe ich Ihnen auch versprochen. Was Sie hier sehen am linken Rand, das sind die Renditen verschiedener Vermögensklassen und Sie sehen es hier in Blau, so sahen die Renditen aus am 01.01.2003, dann hier in Grau, so war es Anfang 2007 und in Rot, das sind die Schlusskurse per 17.10., also top aktuelle Daten und Sie sehen es hier ja vor nicht ganz, ja. Vor 13,5 Jahren haben Sie für europäische Hochzinsanleihen wirklich noch 13,3% bekommen. Pro Jahr, versteht sich. Und Sie sehen es, aktuell bekommen Sie noch 3,6%. Das drückt doch sehr stark aus, wie groß der Anlagenotstand in der Eurozone sich aktuell darstellt. Sie sehen es hier auch für Anleihen von Schwellenländern, von Staaten, die im Euro notieren. Da gab es vor 13 Jahren noch 9%. Heute sind es noch 1,1%. Unternehmensanleihen, doch neben Staatsanleihen eine der Butter- und Brotanlagen im Euro-Finanzsystem, also doch sehr, sehr viel Geld von Banken, von Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerken geparkt ist. Da sehen wir auch, die Renditen sind massiv zurückgekommen. Sie sehen es, fast 5% noch in der Vergangenheit, heute noch rund 1%. Und da müssen wir auch sagen, dass die Märkte sich hier schon verändert haben.
Also wenn Sie sich früher einen Rentenindex angeschaut haben, dann hatte der eine bessere Bonität, sorry, eine bessere Bonität als heute. Er hatte eine geringere Restlaufzeit, also weniger Zinsänderungsrisiko und eine höhere Rendite. Also deswegen, wenn Sie Indizes vergleichen, machen Sie sich bitte klar, ein Index ist kein konstantes Vehikel, sondern ein Index verändert sich in seiner Zusammensetzung und die Charakteristika können sich massiv verändern. Und ich stelle häufig fest, dass nach vorne hin mit Renditen gearbeitet wird, sei es in der Werbung oder sei es in der Finanzplanung, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, die doch schwer zu reproduzieren sind in der Zukunft hier im Bereich der Anleihen und deutsche Staatsanleihenrendite ja 10 Jahre 0,0%. Ich glaube, damit jedem von Ihnen klar, warum Sie dann höhere Beiträge bei Ihrer privaten Krankenversicherung zahlen müssen, wenn die Krankenversicherung damit kalkuliert, 3,5 bis 4% Rendite auf Zinsanlagen zu generieren. Und wir sind hier vielleicht bei einer Mischung aus Unternehmens- und Staatsanleihen eher bei einem 0,5 bis 3,25%, dann gibt es eine Lücke und diese Lücke muss geschlossen werden von Ihnen als Beitragszahler. Daher bleibe ich auch bei meiner Aussage, dass die aktuelle Zinssituation weitaus größere Folgen für die Vermögensstrukturen in Deutschland hat, als wenn Sie mal einen Aktienmarktrückgang von 20 oder 25% haben. Das Thema relative Bewertung von Vermögensklassen habe ich Ihnen auch nochmal mitgebracht für die führenden Kapitalmärkte. Das sind natürlich die Kapitalmärkte in den USA. Was Sie hier sehen, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und Kurs-Gewinn-Verhältnis bedeutet immer, dass wie vielfache eines Jahresertrages bezahlen Sie, um den Vermögenswert zu erwerben. Und wir sehen das hier in Rot dargestellt. Das ist die 10-jährige US-Staatsanleihe. Und vereinfacht gesprochen, wenn Sie eine Rendite pro Jahr von 2% haben auf aktuellem Niveau, dann ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis 50, weil 50 mal 2 ist eben 100. Das gleiche sehen Sie noch für den US-amerikanischen Aktienmarkt, den S&P 500. Da sehen Sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19. Das ist auch schon über dem historischen Durchschnitt. Und wenn man sagt, naja, die Gewinne eines Jahres, die sind ja doch sehr starken Schwankungen unterworfen, es macht doch mehr Sinn, einen längeren Zeitraum zu betrachten, dann schauen viele auf das zyklusgeglättete Kurs-Gewinn-Verhältnis und dann nimmt man die Gewinne der letzten 10 Jahre, bereinigt diese um die Inflation und setzt eben diesen Gewinn ins Verhältnis zu den aktuellen Kursen. Und dann sehen Sie hier, okay, dann ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch höher. In den vergangenen 130 Jahren Aktienmarkt war es so, wenn Sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis auf dieser Basis hatten von höher als 20, dann waren die Erträge im US-amerikanischen Aktienmarkt nach Inflation bei ungefähr 2% per anno. Also auch hier das Thema Einkaufspreise im Verhältnis zu erwarteten Ertrag. Das gilt natürlich bei Anleihen, das gilt bei Aktien, aber das gilt ja selbstverständlich auch für entsprechende Immobilien. Also das sollten wir uns entsprechend klar machen und es ist durchaus auch realistisch anzunehmen, dass die Notenbankintervention, dieser Anlagenotstand, viele verschiedene Vermögenspreise ähnlich beeinflusst hat. Also man hat sie entsprechend steigen lassen. Das heißt, bei Anleihen sind die zukünftigen Erträge geringer, für Immobilien gilt das Gleiche. Am Aktienmarkt hat man natürlich auch geringere Ertragsaussichten, weil man ja heute bereits mehr bezahlt, um den Vermögenswert hier entsprechend zu erwerben. Schauen wir kurz auf die Konjunktur. Das können wir sehr kurz machen, weil ich habe Ihnen hier mal die OECD-Frühindikatoren mitgebracht. Die werden immer mit einem gewissen Zeitverzug erst veröffentlicht, weil die OECD hier nicht als Trendgeber fungieren möchte. Aber Sie sehen schon hier ist der Wert von 100 und ja, wir sehen es für die Eurozone. Ja, sind wir im Endeffekt dann hier oben. Für die OECD sind wir ein bisschen hier drunter. Aber alles in allem, wenn wir uns das hier mal anschauen, sind wir momentan im konjunkturellen Niemandsland. Zumindest wenn wir das aus der Perspektive eines Kapitalanlegers betrachten, der tendenziell strategisch investiert ist und dann bei den Wirtschaftsdaten lediglich darauf schaut, ob es etwas gibt, was seine grundsätzliche Anlagestrategie hier ja, verändern könnte. Und dementsprechend muss man sagen, momentan sehen wir ganz klar, wir sehen teilweise ein bisschen Abschwächungen. Wir stellen fest, dass der globale Handel sich etwas reduziert. Tendenziell die Dienstleistungsbranchen, die eher lokal funktionieren, denen geht es etwas besser als alles, was auf den Welthandel angewiesen ist. Aber insgesamt auf der globalen Ebene, ja, wie gesagt, nicht wirklich Fisch, nicht Fleisch. Und nach den sehr starken Interventionen der Notenbanken, bei denen man ja auch annehmen könnte, dass sie doch gute Teile ihres Pulvers bereits verschossen haben, sieht man dementsprechend, dass momentan die Rufe laut werden nach Fiskalpolitik, also sprich, der Staat soll hier entsprechend als Nachfrager auftreten. Es geht um Infrastrukturprogramme, es geht um weitere Investitionen. Wir sehen natürlich momentan auch die Unzufriedenheit in der
Mittelschicht oder auch in der unteren Mittelschicht, die unter der Globalisierung leidet, die feststellt, dass auf der Lohnseite momentan wenig Bewegung nach oben stattfindet. Man muss registrieren, dass Jobs auch durch Technologie ersetzt werden oder einfach ins Ausland exportiert werden und dementsprechend auch die Themen, die wir momentan auf der politischen Seite haben, die man unter Populismus zusammenfassen kann, sei es beim Thema Brexit, sei es beim Thema Trump in den USA, die haben natürlich vielfach ihren Grund daran, dass man doch feststellt, okay, wir haben Globalisierung, wir stellen fest, wir können nicht so partizipieren wie in der Vergangenheit und dass auch viele Steigerungen, die hier insgesamt erzielt werden, eben nicht mehr bei der breiten Masse landen, sondern von auch einem kleinen Teil der Weltbevölkerung hier extrahiert werden. Stichwort ja zum Beispiel auch im Bereich Technologie, wo sie ja feststellen, dass einige wenige doch sehr, sehr schnell hier entsprechend ordentliche Gewinne erzielen können. Das, indem sie zum Beispiel über die Mittelsmänner rausnehmen, Uber im Taxibereich, Airbnb im Hotelbereich. Das sind alles Geschäftsmodelle, bei der sie aufgrund der Technik den Mittelsmann ersetzen. Dementsprechend können sie dessen Marge mitgenerieren. Sie können sie über die Technik standardisieren. Aber es fallen natürlich in Summe erstmal Arbeitsplätze weg. Und ich glaube, diese Unzufriedenheit, die sehen wir momentan auch in vielen Umfragen, wenn man in den westlichen Industrienationen hier mal sich das politische Bild genauer anschaut. Kommen wir zum Thema Inflation. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe ihn hier mal mitgebracht im oberen Bild. Das sind die Inflationserwartungen für in 2 Jahren. Die leitet man aus am Kapitalmarkt oder außerbörslich gehandelten Kontrakten ab. Und Sie sehen es im Endeffekt hier für die USA, aber auch für Großbritannien und auch die Eurozone. Es sieht so aus, als ob die Inflationserwartungen ihren Boden gefunden haben, von diesem Niveau leicht ansteigen. Unten sehen Sie das Gleiche nochmal für die Inflationserwartung für eine 5-jährige Dauer in 5 Jahren. Und die Begründung, die Sie momentan in vielen Fällen haben, ist, dass natürlich die Inflationsraten massiv unter dem gefallenen Energiepreisen und Rohstoffpreisen gelitten haben. Da sich hier die Rohstoffpreise wieder etwas erhöht haben, haben wir natürlich schon mal Basiseffekte, die mit reinspielen. Und dazu kommt vielleicht auch noch die allgemeine Tendenz, dass das Umfeld, das wir die ganze Zeit hatten, sehr stark davon geprägt war, dass man davon ausging, dass das Wachstum auf ja fast Ewigkeit, muss man sagen, niedrig bleibt, weil das Wachstum niedrig ist, die Zinsen auch sehr niedrig bleiben und dementsprechend auch die Inflation sehr niedrig ist. Und so waren viele positioniert oder sind viele positioniert und jetzt schaut man doch, dass hier gegebenenfalls andere Stimmung aufkommen könnte, weil man sagt, okay, die Notenbanken werden sich in ihrer Politik umstellen, wir werden vielleicht weniger Geldpolitik sehen, wir werden mehr Fiskalpolitik sehen und das könnte doch eben dazu führen, dass es einen Konjunkturimpuls gibt, der insgesamt eben dazu führt, dass die Preise in der offiziellen Lesart hier entsprechend nach oben gehen. Ja, die Frage hier zur Inflation, ob die Inflation nicht nachhaltig steigen sollte. Klar, wir sind unter dem Inflationsziel, was sich viele Notenbanken setzen. Das sind ja typischerweise die 2%. Auf der anderen Seite stellen wir auch fest, dass sie Inflation nicht auf Knopfdruck erzeugen können. Sie können zwar über niedrige Zinsen und Anleiheaufkaufprogramme dafür sorgen, dass sie eine Inflation bei Vermögenspreisen haben, also bei Aktien, bei Anleihen, bei Immobilien. Aber man sieht doch in der Realwirtschaft, brauchen sie andere Trends. Sie brauchen mal eine nachhaltig steigende Löhne. Und da sehen wir doch, dass das in der Breite momentan noch nicht so der Fall ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und wenn wir das Ganze mal auch zu Ende denken, dann stellt sich ja die Frage, was soll denn mit diesen Schulden passieren? Und darauf zielt auch diese Frage, weil entweder könnte man argumentieren, wir bekommen eine finanzielle Repression, wie wir es nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben, also ein sehr, sehr niedriges, quasi künstlich niedriges Zinsniveau von, sagen wir mal, 0,5% für 10-jährige Staatsanleihen und dann vielleicht eine Inflation von 2%. Dann wäre der Realzins negativ, minus 1,5%. Also eine sehr schöne Möglichkeit, sich zu entschulden. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Inflation auch wirklich ansteigt. Und wenn die Inflation nicht ansteigt, dann könnte man diskutieren, dass es zu einem sogenannten Haircut kommt, wenn ich den Begriff hier aus dem Forum aufgreife. Haircut heißt letztendlich, dass man sagt, okay, wir müssen einen Teil der Schulden abschreiben und auch das wäre ja durchaus möglich, wenn man mal vieles zu Ende durchdenkt. Ohnehin halten heute Notenbankenbereich einen ordentlichen Anteil der ausstehenden Staatsanleihen und wenn heute die Bank of England sagen würde, okay, wir halten 30% der Staatsanleihen,
Der Staat zahlt jedes Jahr seinen Zins auf diese Anleihen. Die landen bei uns als Notenbank und wir als Notenbank schütten diesen Zins ja ohnehin wieder in den nationalen Haushalt aus. Dann ist das doch linke Tasche, rechte Tasche. Dann könnte man auch zum Beispiel auch sagen, okay, wir nehmen diese Staatsanleihen, wir verzichten auf den Zinscoupon, also wir stellen die zinslos und die Rückzahlungen verschieben wir auf in 100 Jahren und die Ersparnis, die der Staat dadurch generiert, die muss bitte dazu verwendet werden, dass man in Forschung, Entwicklung, Infrastruktur und Bildung investiert. Und da es sich hierbei um positive Investitionen handelt, werden die auch nicht ins Defizit der Staaten reingerechnet. Und so könnten sie durchaus mal wieder einen Wachstumsimpuls generieren, der ja, wahrscheinlich die private Wirtschaft nicht mal treffen würde, sondern er würde sie nur profitieren lassen. Die Ordnungspolitiker unter Ihnen, die werden da aufschreien, aber denken Sie an Griechenland zurück, als die griechischen Anleihen noch auf den Büchern der privaten Banken und Versicherungen lagen. Da gab es 2011 eine massive Verunsicherung, als es um das Thema Haircut in Griechenland ging. Und ja, dann hat man die griechischen Anleihen verschoben auf Stabilitätsmechanismen, Europäische Zentralbank und sonstige Gebilde. Und dann hat es keinen mehr interessiert. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wenn der Politik und den Notenbanken die Ideen ausgehen, dass man hier über konzertierte Themen nachdenkt. Und dann könnten wir durchaus einen auch Inflationsimpuls sehen. Und dann wären sehr, sehr viele Marktteilnehmer momentan auf dem falschen Fuß hier erwischt worden. Genau, also in den letzten Tagen wird in der Presse thematisiert, dass im Euroraum die Inflation langsam aber sicher anzieht. Die Zinsen bleiben auf dem aktuellen Niveau. Das ist natürlich nochmals extrem negativ, zinsennahe Null und anziehende Inflation. Ja, das habe ich gerade aufgeführt. Das ist ja genau das Szenario der finanziellen Repression. Sie erinnern sich, das wurde vor 2, 3 Jahren schon mal groß thematisiert. Es gab auch einige Bücher zu diesem Thema. Aber am Ende muss man sagen, wir haben zwar den einen Teil gesehen, eben extrem niedrige Renditen wie 0% für 10-jährige deutsche Staatsanleihen oder auch Industrieunternehmen, die sich für zum Nulltarif hier am Kapitalmarkt verschulden. Aber das Ganze funktioniert natürlich nur mit Inflation. Und wie weit die Inflation ansteigen kann, da können Sie wirklich, ja, da können Sie fast eine Münze werfen, weil der angesprochene demografische Entwicklungstrend, der spricht eigentlich gegen steigende Inflationsraten. Globalisierung spricht gegen steigende Inflationsraten. Wir sehen, dass natürlich China auch Produktionskapazitäten aufgebaut hat und weiter aufbaut, damit das im Land sozial alles friedlich bleibt. Das führt natürlich auch dazu, dass man mehr Waren zu gleichbleibenden oder auch fallenden Preisen hier exportieren kann, also Asien auch als Exporteur von disinflationären Tendenzen in die etablierten Volkswirtschaften der Eurozone oder auch den USA. Aber am Ende des Tages geht es eben wiederum darum, läuft es in Sachen, werden wir eine finanzielle Repression bekommen oder wird man irgendwann darüber diskutieren müssen, wie man mit dem Thema Schulden umgeht, weil letztendlich wird man auf der Schuldenseite etwas tun müssen. Da habe ich ja eben verschiedene Möglichkeiten angesprochen, um die Möglichkeit zu schaffen für Investitionen, weil auch die Politik einen gewissen gesellschaftlichen Druck hat, hier die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu weit auseinandergehen zu lassen. Und nach einer Stimulation der Vermögenspreise, wie wir sie jetzt gesehen haben, seit 2008, könnte vielleicht an nächster Stelle eine Stimulation der Realwirtschaft an der Stelle sein. Und das würde wiederum, wir reden ja heute über Kapitalanlage, in vielen Fällen andere Segmente im Aktienmarkt und andere Vermögensklassen begünstigen als das, was wir in den letzten 7 bis 8 Jahren gesehen haben. Wenn man sich über das Thema Inflation Gedanken macht, ob sie kommt oder nicht, ich habe es eben schon angesprochen, es ist schwer zu prognostizieren. Meines Erachtens viel sinnvoller ist es, sich seine eigene Vermögensstruktur anzuschauen, sich klar zu machen, wo bin ich denn Gläubiger, wo habe ich Forderungen, also wo leide ich unter einer anziehenden Inflation, wo leide ich denn unter einem dauerhaft niedrigen Zinsniveau, sich dann zu überlegen, okay, mit welchen Teilen kann ich wiederum an einer möglicherweise steigenden Inflation partizipieren und dann eben eine Lösung zu finden, die eben das so kombiniert, dass sie unter der Annahme verschiedener Zukunftsszenarien sinnvoll aufgestellt sind, weil den besten Weg werden sie sowieso nicht finden. Und ja, beim Thema Rohstoffe und Inflation, da sind wir auch bei Öl. Was Sie hier mal sehen, ist eine schöne Darstellung, also man schaut sich im Endeffekt hier mal an, da die Entwicklung des Ölpreises, das sehen Sie an der linken Seite, da sehen Sie auch, der ist ja massiv zurückgekommen, auch in der Finanzkrise, jetzt sind wir vom Tief hier auch mal wieder ein bisschen angestiegen und dann invertiert ein Korb verschiedener Rohstoffwährungen, also das ist natürlich der russische Rubel, das ist natürlich der Kanndollar, das ist die norwegische Krone, das hat man invertiert und da sehen Sie schon, dass Sie einen relativ hohen Gleichlauf haben und weil das ist natürlich der nächste Punkt, wie schütze ich mich gegen steigende Inflationsraten? Sie können
über inflationsgebundene Anleihen nachdenken. Sie können über Rohstoffe nachdenken. Da haben Sie das Problem, dass Sie nicht in den Rohstoff, sondern nur in Terminkontrakte investieren, was wiederum gewisse Nachteile hat, was man unter dem Stichwort Rollverluste subsumieren kann. Man könnte Währungen kaufen, Rohstoffwährungen. Auch da gibt es steuerliche Aspekte zu berücksichtigen, weil Währungskonten und Wertpapiere unterschiedlich behandelt werden. Aber die Idee an dieser Stelle soll einfach mal sein, Ihnen klarzumachen, dass es neben dem Philosophieren darüber, warum etwas passieren könnte, es viel sinnvoller ist, seine eigene Vermögensstruktur zu analysieren, dort auf die Schwachstellen einzugehen und sich dann zu überlegen, welche Vermögenswerte muss ich liquide, also in meinem Wertpapierdepot erwerben, um in Kombination mit meinen restlichen Vermögenswerten, meiner Immobilie, meinen kapitalbildenden Versicherungen, meinen Anleihen, meinen Rentenansprüchen oder Beamtenpensionen hier auf eine sinnvolle Kombination zu kommen. Das macht meines Erachtens am meisten Sinn und auch das Thema Inflation, hier muss man natürlich sagen, jetzt einfach zu warten, sagen, ah, ich warte mal, bis die Inflation bei 2% steht, um mich dann mit dem Thema Inflationsschutz zu beschäftigen. Das ist natürlich die falsche Herangehensweise, weil tendenziell dann wird es natürlich in den Preisen entsprechend schon drin sein und dann wird es hier eben entsprechend auch etwas zu teuer. Also Sie können die Versicherung nicht erst abschließen, wenn es brennt, sondern die Frage ist, können Sie den Schaden heute tragen oder wollen Sie ihn heute tragen? Wenn Sie ihn nicht tragen wollen, müssen Sie eine Versicherung abschließen. Die Versicherung kann unterschiedlich ausgestaltet sein, wie ich es gerade ausgeführt habe. Und da muss man schauen, was kostet sie im aktuellen Umfeld und was passt am besten zu Ihrer persönlichen Risikobereitschaft. Ja, Inflation-Linked Bonds, also inflationsgebundene Anleihen, sind zurzeit sehr preiswert. Kommt hier aus dem Forum. Sollte man hier über einen Einstieg nachdenken? Wenn Sie ja gerade meinen Worten gefolgt sind, für mich gehören inflationsgebundene Anleihen in fast jedes Anlegerportfolio. Und auch wenn Sie zum Beispiel unsere global ausgerichteten Vermögensverwaltungsstrategien anschauen, sowohl Faktor Portfolio als auch Faktor Depot, da sehen Sie ja, dass zum Beispiel auch der Anteil inflationsgebundener Anleihen auf globaler Ebene rund 8% des Portfolios beträgt, also durchaus eine relevante Größenordnung, weil man hier natürlich den großen Vorteil hat, dass sowohl der Zinskupon als auch natürlich die Rückzahlung des Kapitals an die Inflationsrate angepasst werden. Ja, das ist der einzige Nachteil. Es ist die offizielle Inflationsrate, aber es ist mit Sicherheit in Sachen Inflationsschutz besser als eine ganz normale Anleihe, bei der Sie eben einen festen Zinskupon haben und Zins- und Inflationsänderungen vollkommen ausgeliefert sind, weil Sie eben nicht mehr reagieren können. Ja, meine Damen und Herren, wichtig ist, denken Sie nicht nur an Probleme, denken Sie vielleicht in Herausforderungen, das macht es ein bisschen sportlicher. Ich denke, jede Zeit und ja, jede Generation hatte ihre Probleme. Wir haben momentan eben unsere. Das ist das Thema Niedrigzins mit massiven Auswirkungen auf die Altersvorsorge, auf Ihre private Krankenversicherung, auch auf die Lebensplanung, was vorgezogener Ruhestand oder Ähnliches betrifft. Auch der Unternehmensverkauf steht vielleicht bei einem Zinsniveau von 4 bis 5% im Geldmarkt in einem anderen Licht als bei einem Zinsniveau von quasi 0%. Also da haben Sie viele Aspekte, die Sie vernetzt bedenken müssen. Ich habe es hier nochmal angesprochen, ja, seien Sie irgendwie konstruktiv, da fehlt das S in konstruktiv, aber ein wichtiger Aspekt aus unserer Meinung ist hier das Thema finanzielle Risikobereitschaft. Die finanzielle Risikobereitschaft, ein Persönlichkeitsmerkmal, was Sie messen können, ähnlich einer Schuhgröße. Und dieses Persönlichkeitsmerkmal ist relativ stabil. Das kann man mit Hilfe eines wissenschaftlich fundierten Fragebogens messen. Sind rund 25 Fragen, kann man online beantworten, relativ effizient. Das ist der Marktführer, der hier jeweils Preise gewinnt, also ein international tätiges Unternehmen, sowohl in Australien, in den USA, in der Schweiz, in England. Ja, also hier regelmäßig ausgezeichnet und diese Zugangsdaten werden wir im Nachgang auch nochmal kostenfrei zur Verfügung stellen und dann haben Sie eben die Möglichkeit, das Ergebnis mal mit uns zu besprechen, weil in vielen Fällen gibt es dort Divergenzen, gerade auch wenn Sie einen Ehepartner haben oder eine Gesellschafter, mit dem Sie zusammen finanzielle Entscheidungen treffen, sollte das jeder für sich machen, dann muss man das zusammenwerfen, um Divergenzen zu erkennen, bevor es mal zu Problemen am Kapitalmarkt kommt, weil dann kommen Sie in Stress und wenn Sie in Stress kommen, dann kommen Sie in ein Umfeld, wo Sie schlechte Entscheidungen treffen und ja, wie gesagt, das würde man dann tun, das Risikoprofil besprechen. Das meistens telefonisch, beziehungsweise im Rahmen einer individuellen Online-Konferenz. Und dann haben Sie Möglichkeit, auf Basis Ihres Depotauszuges das mit uns zu besprechen. Und dann können wir Ihnen relativ schnell sagen, ob Ihr aktuelles Depot, Ihre aktuelle Anlagestrategie zu dem passt, was in Ihrer finanziellen Risikobereitschaft als Persönlichkeitsmerkmal hier enthalten ist. Und das sehen Sie hier schon als Realitätscheck. Und im Nachgang haben Sie dann eben die Möglichkeit zu schauen, okay, inwieweit Sie da auf verschiedene weitere Themen zurückgreifen können. Also, Sie haben es schon gesehen.
gibt es unterschiedlichste Themen. Lassen Sie sich nicht zu sehr von diesem großen Berg verunsichern. Man muss auch mal kleine Schritte gehen, um zu beginnen. Und aus meiner Perspektive, wie vorhin angesprochen, das Thema Schuldenkrise assoziieren Sie bitte in Zukunft auch mit dem Thema Guthaben. Da müssen Sie sich einfach die Frage stellen, wo habe ich denn Guthaben, wo habe ich Forderungen? Stichwort Vermögensstrukturanalyse. Und wenn Sie darauf aufbauend eine Anlagestrategie umsetzen, dann sollte die nicht nur sachlich passen, sondern auch dementsprechend, was Ihre finanzielle Risikobereitschaft darstellt. Das kann man auf wissenschaftlicher Basis messen. Und wenn Sie diese beiden Aspekte zusammenbringen und dann daraus eine Anlagestrategie ableiten, die man auch kosteneffizient und mit dem Spektrum der verfügbaren Wertpapiere abbildet, dann haben Sie meines Erachtens schon sehr, sehr viel getan, um im heutigen Umfeld das etwas gelassener zu sehen. Ja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende. Im Nachgang werden Sie wie immer eine E-Mail erhalten, nochmal mit der Möglichkeit, Feedback zu geben, beziehungsweise verschiedene Themen auch anzufordern. Am Ende des Tages werden wir auch nochmal eine Videokonserve dazu erstellen, sodass Sie das eine oder andere in Ruhe betrachten können. Ansonsten haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit, einfach den Berater anzusprechen, der Sie zur heutigen Online-Konferenz eingeladen hat oder eben auch direkt mit uns in Kontakt zu treten. Die entsprechenden Daten, sei es E-Mail oder Telefon, die sind ja bekannt. In diesem Sinne darf ich Ihnen allen einen schönen Abend wünschen. Bleiben Sie gesund bei diesem Wetter. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.